Der Druck im Kessel. Mein Kanal ist glücklicherweise zusammengedampft worden. Und somit hat meine Meinung keinen großen Impact, was ich auch mittlerweile als sehr heilsam erachte. Danke, YouTube. Es ist trotzdem wirklich nett anzuschauen, wie sich Menschen, die sich selbst die Erwachten nennen, sich gegenseitig zerlegen. Sind sie besser als der Mainstream? Dies sollte jeder für sich selbst beantworten. Was ist mit Meinungsfreiheit und Bewusstsein? Hierzu eine nette Anekdote. Allerdings werde ich das Motto und den Namen dieser Gruppen nicht nennen. Ich mache es kurz. Ich trat einer Telegram-Gruppe bei, die für unterschiedliche Regionen unter einem Motto sich organisieren. Oder vielmehr sich organisieren. Allerdings merkte ich schnell, dass sie einem gewissen Kult angehören und von Meinungsfreiheit nichts hielten. Denn es war klar, dass dort ein gewisser Glaube gepriesen wird. Da ich eigene Gedanken habe und nicht nur seelenlos das Zeug von irgendwelchen Egomanen wiederkäue, flog ich aus der Gruppe. Viele Menschen, die denken, sie hätten gedacht, bemerken nicht, dass es Gedanken anderer sind, die sie implantiert bekommen. Oftmals sind diejenigen, die gewisse Dinge verbreiten, aber auch selbst nur Opfer von Gedankenkontrolle. Ich behaupte nicht, dass ich nicht selbst schon Täuschungen auf den Leim gegangen bin. Dies ist ganz normal. Allerdings ist es gut, wenn der Mensch sich selber reflektieren kann, was ich bei manchen wirklich vermisse. Sie werden aggressiv, wenn man sie kritisiert. Denn dies gehört dazu, wenn man einer Gemeinschaft angehört. Selbstreflexion und das Reduzieren des Egos sind für mich sehr wichtige Punkte. Klar macht es Spaß, wenn man gewisse Meinungen teilen kann. Denn ich verstehe mich als Schöpfer, als Künstler, der auf dem Weg ist in eine neue Welt. Ich denke, dass es nichts bringt, wenn man demonstrieren geht. Denn dafür geht es den Menschen immer noch zu gut. Das Prinzip teile und herrsche funktioniert, wie wir sehen können, ganz fantastisch. Die meisten Revolutionen wurden sowieso bisher fingiert. Ich für meinen Teil denke, dass es viel effektiver ist, wenn man sich in Kleingruppen trifft und sich über eine neue positive Welt austauscht oder den Opfern gedenkt, also Opfer, die aus der späten und jüngsten Vergangenheit und damit verbundenen zukünftigen Vergangenheit resultieren. Zeit ist wohl die schwachsinnigste Erfindung oder eher gesagt Manipulation eines gewissen Clubs, die man sich nur vorstellen kann. Viele Dinge können viele Menschen nicht verstehen, weil sie den falschen Mustern folgen, den falschen Gedanken, Gedanken mit Schranken, einfach gesagt, der falschen Wissenschaft, deren Theorien nur funktionieren, weil sie Blackboxes in ihren Theorien eingepflegt haben. Denn ohne sie bemerkt man sehr schnell, dass sie nur heiße Luft sind. Aber ich schweife schon wieder ab. Der Diskurs ist wichtig. Die Diskussion ist wichtig. Viele Kanäle sind nur dazu da, um sich gegenseitig Marmelade in die Ohren zu schmieren. Schmierig. Schwierig. Sie sind nicht gewöhnt, dass es Gegenwind gibt. Allerdings sollte man dies aushalten. Denn es ist erst der Anfang. Jeder soll doch denken, was er mag. Wer sind wir, dass wir andere Meinungen nicht wertschätzen oder zulassen, auch wenn es nicht unsere Gedanken sind? Allerdings macht der Ton die Musik. Wer nicht das dementsprechende Bewusstsein hat, der schwingt halt auf einer anderen Frequenz und ist nicht auf derselben Wellenlänge. Und dennoch kann man erwarten,
dass es wenigstens keine Beleidigung oder Fäkaliensprache gibt. Denn dies sind Indikatoren für Menschen, deren Verstand nicht mitmacht oder das Ego ihr Bewusstsein frisst. Wir sehen, wie das Internet das absolute Gift darstellt. Denn der Mensch ist für diese Technologie zu unreif. Es tritt nun abermals zutage, welches wichtige Instrument für die vollkommene Kontrolle des Unterbewusstseins, also der Gedankenkontrolle ist. Es ist halt ein Militärprojekt und sollte für eine gewisse Zeit abgeschaltet werden, bis die Menschen wieder zu sich und zur Besinnung kommen. Das Leben findet ohne dich statt. Es findet draußen statt. Das Leben ist nicht dein Handy oder irgendein Kanal. Du bist der Gefangene einer Simulation in einer Simulation. Auch wenn du durch Killfits, Blinken und nette Hologramme von der Wirklichkeit abgelenkt wirst. Der Druck im Kessel wird immer weiter steigen. Auf diesem Weg werden sehr viele desillusioniert ihren Weg abbrechen. Was dies heißt, möchte ich an dieser Stelle nicht erörtern. Es wird gut, aber auch richtig hart werden. Aushalten ist angesagt.